Ich frage dich was. Braucht die Welt noch eine Machete? Ich weiß es nicht, aber das hier ist eine, und zwar ja, die United Cutlery Raptor. Und wenn du wissen willst, was dieses Macheten-Aufbrech-Sägen-Ding kann, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rani Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Aldo Labotil. Schön, dass du dabei bist. Da steht was drauf, und zwar Colombian Machete. Ich habe keine Ahnung. Und da steht Raptor dabei. Und wenn Raptor draufsteht, dann sollte auch ein Raptor drin sein. Diese Machete, billige Eigenwerbung, gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Link findest du unten im Beschreibungstext. Hat einen Kunststoffgriff. Das ist ein ganz klassischer Kunststoffgriff. Eine Nylonscheide, die zeige ich dir dann nachher. Hier hinten. Ja, könnte man ein Lineal anbringen, also ein Loch dazu. Mit dem hier, ich weiß nicht, soll man damit Kokosnuss knacken können? Gut, Kokosnuss gibt es im Dschungel nicht, aber irgendwas knacken können. Dann ein Aufbrech-Dingsbums, schätze ich mal, soll das sein, soll aufbrechen. Wobei ich mal jetzt denke, wenn das Tier jetzt da liegt und man da, ich weiß nicht, ob dann nicht die Spitze ein Problem, ob dann nicht diese Schneide da ein Problem ist, aber egal. Vielleicht ist das Ding auch für was anderes da, zum Gurtschneiden. Oder Federsticks machen. Na, wir werden sehen. Dann hier vorne ist sie abgeflacht und dann beginnt der Anschliff. Und ja, ist jetzt mal fürs Erste nicht so unscharf. Ich werde mich das erste Mal rasieren, aber nur, weil ich es so cool finde, dieses Raptor. Nein, rasiert nicht, aber muss es auch nicht. Ja, aber meine Haut hat es abgeschabt. Also es ist auf jeden Fall scharf genug, um die Haut abzuschaben. Nein, Spaß beiseite. Und dann eine aggressive, so eine aggressive Säge. Das Ding liegt gut in der Hand, ist auch gut ausbalanciert. Und bevor ich jetzt irgendwas weiterschwannere, will ich sagen, wir arbeiten. Aber eine Sache fällt mir gleich auf. Die Burschen haben zumindest ein bisschen Abstand da gemacht, dass wir ein bisschen hier den Daumen auflegen können. Ich bin eine alte Suderanten. Also ich sempere, ich sudere, ich habe immer irgendwas zum Aussetzen. Nein, konstruktive Kritik. Ist cool. Ich bin gespannt, ob die Säge was kann. Aber nur ein Stückerl. Das da ein bisschen weiter nach vor, dann kann der Reinischweine seinen Daumen da besser hergeben und wäre noch ein bisschen glücklicher. Aber trotzdem, es ist gut, es ist wirklich gut. Und damit ich es nicht vergesse, bevor ich jetzt hacke, es ist eine Nylonscheide mit dabei, mit einer Klettsicherung, Gürtelschlaufe, alles groß, gut gemacht. Und bei dieser Nylonscheide fällt mir halt auf, dass die auch hochwertig gemacht ist. Also ist innen noch einmal so ein Kunststoffteil mit eingebaut, dass man die nicht durchschneidet. Dieser Daumen nach oben, also dieser mal auf jeden Fall fett. So, das ist gut. Für den Preis, ich meine, schaust dir an in meinen Shop, das ist wirklich nicht teuer, das Ding. Ist die Nylonscheide extrem gut und auch die Machete scheint einmal gut vernünftig zu sein. Es ist klar, ich meine, das ist hier richtiges Holz, also nicht so ein kolumbianisches Tropenholz, weil das auch hart sein kann, aber egal. Aber ich merke halt schon die Vibration, das ist klar. Also wenn ich da reinhacke, vibriert das bis hierher in mein verseuchtes, verseuchtes, ich bin Corona geschädigt, so wie wahrscheinlich alle Menschen oder fast alle Menschen. Nein, ich meinte, ich habe ein Kabaltunnelsyndrom und merke dadurch solche Dinge relativ rasch, aber es ist okay. So, dann, es ist natürlich schön flexibel, ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig gut sieht, schau mal her, schön flexibel, und das muss ja auch sein, eine gute Machete, weil sonst bricht es nämlich wie ein Schweinl, und das wollen wir natürlich nicht. Also, das Hacken, das passt einmal gut, und ich finde auch den Griff hier hinten mit dieser Nase, dass das hat, mit einem schönen Band mit dazu, dass man vielleicht auch herumwickeln kann. Also da hast du wirklich einen Zug. Also das ist einmal Daumen nach oben, das passt gut. Ich weiß, dass eine Machete nicht zum Holzspalten da ist, da gibt es Äxte dafür, ich will es trotzdem probieren. Nächstes Holz. Ich meine, klar, das sind jetzt keine Riesenscheiter. Scheiße, du, bleib ein bisschen stehen da. Gut, weil da muss ich wirklich komplett durchhacken. Das heißt, da ist nichts mit Sissi-Stick. Muss ich komplett und. Also auch das geht einmal ganz gut, das ist einmal in Ordnung. Dann wollen wir mal schauen. Okay, so schaut das an. Hey, das Ding beißt ja richtig. Ich konnte mich zwar nicht rasieren, aber ich finde diesen Rasiertest sowieso für einen Hugo. Sagt man das bei dir daheim auch, Hugo? Das meine ich damit, dass es irgendwie unnötig ist. Dass es zwar cool ist, das zu machen, aber der wirklich wahre Nutzen halt überschaubar ist. So.
Ja, das ist wirklich in Ordnung. Ich meine, okay, ja, jetzt könnte man sagen, ja, da kriegt man auch viel schönere Locken mit einem richtig scharfen Messer. Ja, aber das ist auch keine Machete. Nein, ernsthaft, das ist wirklich gut. Das ist wirklich, 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 wirklich gut. Ich bin so gespannt, was die Säge kann. Und insgesamt und überhaupt. Und das Ding hat wirklich Zug. Das Ding hat wirklich Zug. Ich bereue es nicht, mir das Ding zugelegt zu haben und es im Shop zu haben. Also momentan ist diese Machete eine meiner Lieblingsmacheten. Also mein Favorit momentan ist die Machtec 4 von Walter. Ich weiß, jetzt werden manche die Nase rümpfen und sagen, Walter Umarex! Ja, ich weiß. Aber für den Preis, wie gesagt, ich gebe da oben beim i, da kommt jetzt so ein i und da klickst drauf, da kannst du das andere Video anschauen. Ich gebe da auch unten den Link in meinen Shop zur Machtec. Aber das Columbian-Ding hier, das ist wirklich auch fett. Also die macht wirklich was her. Das taugt mir total. Aber natürlich wollen wir auch wieder mal quer zur Faser arbeiten. Quer zur Faser arbeiten wollen wir. Hey, das Ding hat ja richtig Zug. Ja, aber da merke ich die Vibration. Also das muss ich schon sagen. Da merke ich jetzt, das Esche hier, da merke ich die Vibration. Also da kann ich nicht ganz vorne mit der Spitze werfen, das vibriert zu sehr rein. Sehe klar, das Ding ist ja auch flexibel. Das merke ich. Nein, also das ist nicht schön. Aber dafür hat der Erfinder, der Designer, der kolumbianische Machetenmeister. Ja, ich habe nichts getrunken. Manche glauben, Reini ist besoffen, trinke selten Alkohol, ich vertrage ihn so schlecht. Ich nehme auch keine Drogen, zumindest keine illegalen. Ja. Ist Kaffee eine Droge? Ja, auf jeden Fall. Ist Grüntee mit Koffein eine Droge? Ja, auf jeden Fall. Aber von dem kann es nicht sein, also muss es irgendein neurologischer Grund sein. Aber wir wollen nicht so tief hineingehen. Warum ich so gut drauf bin? Also das Sägen, es geht, aber eine richtige Säge ist eine richtige Säge. Also das ist anstrengend. Also muss ich mich da jetzt wirklich anstrengen? Ja, ich muss mich anstrengen. Also die gähnt jetzt schon komplett. Ja, das heißt, ich könnte mit der Fiebertechnik jetzt weiterarbeiten. Alter, puh, das geht ja richtig rein. Die gähnt. Ich sag's dir, die gähnt. Und das mache ich nicht zum Spaß oder weil ich das Produkt schlecht ausschauen lassen will. Nein, überhaupt nicht. Aber die gähnt innerhalb kürzester Zeit. Gefällt mir nicht. Also das typische Sägenrückenproblem bei den Messern, dass die meistens so scharf mit Quasten sind. Ich meine, sie ist sehr scharf. Also ich möchte mir damit keine. Meine Diva-Hände, also das ist wirklich scharf. Aber gehörst! Nein, steckt wirklich kein Spaß jetzt. Ich zähle da ein paar Mal und dann vielleicht müssen wir anders Holz probieren. Also bei dem so Daumen nach unten, wirklich. Also, wenn das dicke Holz nicht geht, dann nehmen wir gerade einfach ein dünneres. Also das hier ist eine Hasel. Wenn du schon einmal ein Video gesehen hast von mir, wo ich bei dieser Hasel hier stehe oder bei dieser Haselzeile, dann sage ich immer dazu, ich bin auf Aldo-Labadee im Buschkraftareal, ich habe die ausdrückliche Erlaubnis hier. Und hinter dieser Kamera ist sowas, das nennt sich, wie nennt man das, da wo die Autos stehen, wenn sie nicht fahren gerade. Und damit meine ich nicht im Autohaus, ich meine auch nicht in der Garage und ich meine nicht am Schrottplatz. Ah, Parkplatz, Platz war's, Parkplatz. Und diese Hasel, die wachsen. Ja, das sind so Sträucher, Lebewesen, Bäume, ja. Hasel, Haselnuss, die wachsen. Einfach so. Und das ist ganz klar. Denn nach hinten ist blöd und da legen sie ihre Blätter her. Das sind übrigens ihre Chemiewerke und auch ihre Solarzellen. Die bauen sie nämlich selber, damit sie was tun? Photosynthese und, weil Photosynthese ein komisches Wort ist, ich sage einfach Zucker produzieren. Mampfi machen. Aber weil da diese Autos stehen, muss ich sie manchmal, wenn es sich nicht macht, macht es wer anderer, so abschneiden, absägen, abhacken, das muss man tun. Man könnte es auch ohne die Kamera tun, so heimlich, damit es keiner sieht. Aber ich habe mir gedacht, es muss sowieso gemacht werden und dann könnten wir es gleich kombinieren mit einem guten Zweck.
Das heißt, alle selbsternannten Umweltschützer, ich weiß, was ich tue, ich darf's und dieser Parkplatz, ich bin nicht mitten im Wald. Aber, liebe Kinder, bitte, 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 bitte nicht einfach in irgendeinen Wald gehen, irgendeinen Baum, irgendeinen Strauch einfach nur zum Spaß umhacken. Das ist richtig, das tun wir nicht. Aber wenn es sowieso passieren muss, weil dort irgendwelche Dinge sind, Häuser, Parkplätze oder andere Dinge, dann finde ich es okay. Oder? Ja, okay, mach mal, leg mal los. Ja. Also, Hasler! Ich meine, joe, also wenn er das nicht geschafft hätte, der kolumbianische Raptoren-Machetenmensch, Machetenmeister, dann wäre es eh ganz klar gewesen. Aber gut, das ist jetzt nicht aussagekräftig, aber sie ist gut balanciert, das passt alles ganz gut. Aber da ist jetzt das Problem, dass halt dieser gequälte Haselstrauch schon nachgibt. Das ist klar, also das ist ein schlechtes Beispiel. Aber ich muss das hier aushacken, ich muss es tun, weil dann sonst die Autos da nicht stehen können. Also weiter nach oben. So. Der ist auch mit einem Schlag durchgegangen. Stell dir vor, ich konnte einen 1,234 periodisch dicken Haselast abhacken. Damit ist das unglaublich. Ja. Nein, also das geht einmal. Sie ist sehr handlich und sie ist sehr leicht. Das bedeutet, auf der einen Seite bin ich mir ziemlich sicher, es ist eine Mutmaßung, ja, weil ich jetzt noch nicht lang genug damit gearbeitet habe, das mit dem Aushauen, dass es natürlich nicht so sehr auf die Hand geht, aber du hast halt auch nicht die Wucht, ja, du hast halt auch nicht den Zug dahinter. Und ich hole mir jetzt da noch einen Ast von weiter oben und jetzt stelle mir eigentlich die Frage, vielleicht ist das hier auch damit gedacht, dieses Haken-Dingsbums, nicht zum Aufbrechen von irgendwelchen Tieren, sondern gejagten Tieren, die man mit einer Harpune, nein, eine Harpune hat man nicht im Dschungel, ein Blasrohr, mit einem Blasrohr runtergeschossen hat. Wobei, das sind ja meistens irgendwelche Affen oder Vögel. Kommt mir das zu groß vor? Also wahrscheinlich ist es nicht zum Aufbrechen gedacht. Wenn das eine echte kolumbianische Machete ist, steht es zumindest drauf und wenn es draufsteht, wird es ja wohl stimmen, oder? Ja, genau. Und auf jeden Fall, man könnte damit einen Ast runterziehen. Das geht einmal auf jeden Fall ganz gut. So. Eigentlich schade drum, wirklich schade drum, denn da kommen immer Haselnüsse draus. Und hier jetzt da zum Beispiel, da haben wir jetzt schöne Blüten, die sich da auch schon bilden. Knospen sind auch schon offen, weil die Blätter heraus sind. Eigentlich schade drum. Aber es ist so. Ja, es ist so. Ja, ich weiß noch nicht. Ich bin mir eigentlich noch nicht sicher, was ich wirklich davon halten soll. Das hier ist übrigens mein Bogenschießplatz. Ich habe vor kurzem mit der Steambow-Stinger, mit den neuen Pfeilen, die es davon gibt, billige Eigenwerbung gibt es natürlich auch bei mir im Shop, Schussübungen gemacht. Und das ist der Platz hier, also ist auch der Parkplatz. Wenn du schon Videos von mir gesehen hast, kennst du das. Ich werde jetzt mich an ein stärkeres Holz heranwagen, weil das Dünne, das hat einfach, das kommt mir jetzt zumindest so vor, dass das mit anderen Macheten einfacher ging. Obwohl natürlich der dünne Ast, wenn man drauf hakt, ich tue jetzt eh nicht auf meine Hand hacken, also keine Sorge. Ja? Also Kinder nicht nachmachen, ja? Niemals zur Schneide hin. Wenn man drauf hakt, dann gibt er automatisch nach, weil er einfach zu flexibel ist. Ja? Und keine Masse dahinter ist. Daher werde ich mir jetzt was Fetteres holen und schauen wir mal, wie es sich da... Ja... Ja, ist durchaus in Ordnung. Ist durchaus in Ordnung. Passt einmal ganz so weit. Also ich habe jetzt die Kamera nicht eingeschalten gehabt und habe jetzt noch einmal ein bisschen mit der MachTec 4 gespielt. Die ist deutlich schwerer und das merke ich natürlich auch beim Arbeiten. Und wenn ich nur Kleinigkeiten machen will, also wirklich ein paar Äste abhacken will, dann ist die, viel, also so dünne Ästchen, wie ich gerade gezeigt habe, dann ist die... ein bisschen überdimensioniert einfach, ja, weil es dann keinen Sinn mehr macht. Ja. Und da ist das Arbeiten mit dieser Raptor-Machete auf jeden Fall einfacher. Nur eins ist halt auch klar, wenn ich mehr Power brauche, wenn ich wirklich mich an Hasel tasten will und die abarbeiten will, dann ist dieses mehr an Zuggewicht und auch mehr an Gewicht auf jeden Fall sinnvoll. Das hier ist natürlich etwas, was man leichter mitnehmen kann, denn der Gewichtsunterschied ist deutlich spürbar. Ja, also für Kleinigkeiten ja, aber wenn du wirklich arbeiten willst, mach dich viel.
Also ich bin unentschlossen, weil, wie gesagt, momentan ist das hier meine Lieblingsmachete, mit der wir auch schon einiges gemacht haben. Das ist die Machtec 4, glaube ich, von Walter. Habe ja Video gemacht beim E-Klicken und ich gebe da auch den Link in meinen Shop. Also die hat einfach Zug, aber ich merke halt schon was. Das Ding, das hat schon Gewicht. Und das spürst du nicht, also das ist... Und das merke ich halt auch dementsprechend beim Zug. Die ist auch anders gebaut, also das ist schwierig, weil das hier ist ein gummiähnlicher Griff und das hier ist ein kalter, spröder Kunststoff mit Vor- und Nachteilen. Also was jetzt so mein erstes Gefühl ist, ist, naja, diesmal lieber. Was ich jetzt so beim, jetzt gerade auch gerade so sehe, ist, ich habe doch ein bisschen mit der Spitze gearbeitet. Oder mit diesem Bereich hier und da sind schon Scharten drinnen. Ich weiß nicht, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber da sind schon Scharten drinnen und das ist halt schon irgendwie nicht so gut. Ja. Also, wenn du jetzt wirklich nur Gras oder Unterholz oder etwas Dünnes aushacken willst, dann ist das durchaus in Ordnung. Und sie ist ja auch nicht so lang wie jetzt zum Beispiel wie diese Machtec 4, die wie gesagt mein Favorit ist. Ja. Siehst du auch den Unterschied? Also für Kleinigkeiten auf jeden Fall. Aber wenn ich es mal aussuchen müsste, wenn ich wirklich eine Machete brauche, dann würde ich mir wahrscheinlich die Machtec mitnehmen, denn die Säge hat mich ehrlich gesagt auch nicht überzeugt bis jetzt. Machen wir noch einen Sägetest. Und auch hier wieder ein Haselstück. Und ich habe schon einmal, wenn du sagst, eine stelle ich nicht so an, das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe schon mal eine Säge in der Hand gehabt und ich habe schon mal was durchgesägt mit einer anderen Säge. Aber geh erst, ich werde dich verkackern. Also das ist ein Schaß einfach. Nein, das ist ein Schaß. Nein, die Säge ist ein Schaß. Denn das gibt's doch gar nicht. Wenn nicht einmal. Das ist. So, jetzt kann ich das dann schon abbrechen da. Also schau mal her. Ich meine, das ist peinlich. Für mich? Nein. Für das Macheten, das kolumbianische Macheten-Ding. Schau mal her. Hier an der Stelle, da. Also den könnte ich mit einem Hieb, könnte ich den, oder sagen wir zwei, oder maximal drei, wenn ich nicht aufpasse, den durchhacken, diesen Haselstrauch. Ja? Und wenn ich es mit der Säge machen will, weil ich einen schönen Schnitt machen will und weil ich die nicht so quälen will, die Hasel zum Beispiel oder was auch immer. Und Hasel ist jetzt nicht unbedingt das härteste Holz. Es ist auch nicht das weicheste, das gebe ich auch zu. Ja? Es ist sicher nicht das weichste, denn Weide oder Pappel wäre weicher. So mittelhart, sagen wir das einmal so, bei der Skala vielleicht ein bisschen drüber. Das könnte ich durchhacken. Und wenn ich da schon Probleme habe mit der Säge, dann stelle ich mir die Frage, wozu ist die da? Ist sie einfach nur da, weil sie cool ausschaut? Ist sie nur da, um cool zu sein, um ein Raptor zu sein? Hm, weiß ich nicht. Und da jetzt hier diese Aufbruchklingen-Dingsbums, also wie gesagt, außer dass ich mal einen Ast runterziehen kann. Das ist, also jetzt auch nochmal die Idee für ein Bushcraft-Messer. Hier an dieser Stelle was einzubauen, um Feathersticks zu machen. Und das funktioniert auch grundsätzlich. Aber mit dem hier funktioniert das nicht. Und das ist einfach ein Schaß. Ich sage oft Schaß. Aber dieses Mal ist es, ja, schön, dass da Daumenrampe ist. Schön, dass es doch Zug hat und dass es flexibel ist. Und dass es auch halbwegs scharf ist. Aber das mit der Säge, das sind sie sparen können, die Burschen. Fazit. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, ja? Dass bei ein paar Mal Haken gleich irgendwie abbrochen ist oder komplett verbogen war. Aber das mit den Scharten, mit diesen kleinen, dass sich eben die Schneide umgebogen hat, finde ich schon blöd, so schnell. Natürlich muss ich auch dazu sagen, ich habe halt auch mit Eschen gearbeitet, ich habe mit, ja, aber die Haseln und die Eschen, die gibt es bei uns, was soll ich tun? Und wenn ich da hacken will, dann will ich das ganz einfach tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es dir gefällt und du einfach ein martialisches Ding dabei haben willst und die Säge gut findest, aber sie eh nie benutzt. Und das einfach haben willst, weil es cool ausschaut und Raptor heißt, dann ja.
Wenn du sagst, ich möchte wirklich mit dem Ding arbeiten tun und das Mehrgewicht auf die Machtec 4, die ich da gerade vorher gezeigt habe, ist mir das wert, weil ich wirklich arbeiten will und nicht einfach nur ein Raptor dabei haben will, also eine Machete, damit ich sie halt dabei habe. Weißt schon, wie ich das meine? Dann würde ich sie nicht kaufen. Wenn du sie aus optischen Gründen kaufen willst, ja, für die Arbeit gibt es Besseres. Ja? Sehr leicht, wie gesagt, das ist der Vorteil. Und natürlich auch für Kleinigkeiten durchaus in Ordnung, aber es gibt Besseres. Das ist es. Ja, schade. Bist du gefragt, was ist da deine Meinung dazu? Ich will jetzt das Produkt nicht grundsätzlich schlecht machen. Nett designt, kann man schön greifen, ist alles gut. Die Säge ist eine Scheiße. Also, das hätten sie sich sparen können, wirklich. Das hätten sie sich echt sparen können. Und ja, auch das hier sehe ich als absolut unnötig an. Hier dieser... Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist, aber das sehe ich jetzt nicht kritisch. Feuerstahlbedienung kannst du natürlich auch vergessen, wobei braucht man nicht unbedingt, da hat man eh andere Möglichkeiten auch. Ja, das war's. Jetzt bist du dran, schreib mal einen Kommentar, hast du sie? Und ich weiß, dass es Fans von dem Teil gibt, weil mir einige geschrieben haben, Reini, nimm die, die ist so cool, ist so genial. Wenn du jetzt traurig bist, dann tut mir das leid. Aber ist ganz einfach so, schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Ich gebe dir den Link trotzdem in meinen Shop, denn ja, wir haben sie im Sortiment, sie ist nicht absoluter Müll, aber wie gesagt, es gibt Besseres meiner Meinung nach und auch das Bessere auch im Shop. Schau dir das ganz einfach an, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst, ein Abo dalassen, es hat mir wirklich gefreut, ein paar andere Videos. Wir sehen uns, dein Reini Rossmann und ciao, ciao.